Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit ein neues herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Real-Life-Gedönse mal wieder. Und wir haben einen netten Autofahrer hier. Ich habe die Tür offen. Oh, Momentus, Papa, wow. Ich mache mal die Tür zu. Super, freue ich mich. Wir befinden uns jetzt in Dortmund, an einer wunderschönen Straße. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Straße ist. Und, Hallo! Nette Menschen hier, ich freue mich. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg zu. Wir sind ein bisschen zu früh. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen. Und wir werden ein wunderschönes Real-Life-Let's Play machen. Da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Und, ich werde versuchen, mir jetzt erstmal meine Kontaktlinsen reinzuknallen. Und dann sehen wir uns gleich ein bisschen auf dem Platz. Tschüss! So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Gelände. Sag mal hi. Hi Leute! Er hat Hi gesagt. Ich bin in Leine. Er ist in Leine. Ich freue mich, da haben wir die Leine. Und die führt irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob ich die Person zeigen darf. Also von da. Ja, darfst du. Oh. Filmen! Ja, für den YouTube-Kanal. Ey! Schwule Tomate! Erdbeere! Schwule Erdbeere! Oder so. Guck mal kurz die Kamera und sag hallo. Ah! Okay, wir finden uns jetzt hier auf dem Campus, will ich die ganze Zeit sagen. Auf dem Gelände zu der Schule. Das Beschissene ist, das habe ich eben gerade schon gesagt, das Beschissene ist, die Leute, die hier zur Schule gehen, gehen heute hier hin zur Schule und morgen wieder. Das ist voll scheiße eigentlich. Boah, das ist ja eine andere Ansicht da. So, wir sind hier mitten auf dem Gelände, um 11:30 ist Einlass. Wir haben jetzt gefühlte... 11:30? Schon wieder. 11:30 haben wir. Durch. Das heißt, wir können rein. Wenn auf wäre. Und deswegen werden wir jetzt gleich erstmal ein bisschen wieder rumlaufen und blablabla. Und dann werden wir gucken, ob wir gleich das Spiel, wenn ich du wäre, spielen oder nicht. Von daher würde ich sagen, Und dann sind wir wieder zurück. Hilfe! Hallo! Hier haben wir einen wunderschönen... Ohne Momentos! Zurück! Zurück! Eben nicht. Okay, ist ja auch egal. Wir befinden uns jetzt im Gelände in einer Schule und wissen noch gar nicht, was hier überhaupt alles abgeht. Wir haben gerade einen wunderschönen Stundenzettel gesehen, wo wir was zu tun haben. Wir gucken mal, was wir alles davon erleben werden und was wir euch alles davon zeigen werden. Die Kamera ist voll aufgeladen. Ich bin voll aufgeladen und freue mich auf die ganzen Action-Szenen, die wir hier erleben werden. Und hoffentlich wird es ein angenehmer Tag. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Rundgang mit der Kamera.
möglich gehalten, all diese Fans, all diese Hoffnung zu sehen. Ich danke euch vielmals, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Oh, ich bin ganz, ganz aufgeregt. Leistung, ich bitte um. Ich bin nicht für das, was sie darstellen soll, essentiell. Penis! Ja, was sie darstellen soll, hat auch mit Penis zu tun. Also los! Dreh dich um, das ist ja. Nein, das soll keine Geschlechtsumwandlung darstellen. So, man kann ja, das auch nicht. Ich denke immer noch nach, Leute. Du Hälter ist schon mal gut. Protestier jetzt wieder! Stopp! Also. Stümperin! Hey, Wolfi, du sollst das nicht sagen, nee, oder er? Ich weiß nein, Wolfi, das geht nicht. Doch, das geht total. Ich bin zu doof. Dogo-Tänzer. Nicht ganz. Ihr seid ja schon da dran, das ist es ja. Das hat ein Penis zu tun mit dieser Bewegung. Sex. Er lacht sich über mich kaputt. Also darf er jetzt zeig dir, wie das geht, Junge. Ja, ja, halt mal nicht so eine große Schnauze. Ich weiß nicht, ein schönes Wort für dich. Der kann eh nichts. Hast du dich nicht schlafen? Hast du den Pornodarsteller denn nachschminken können? Oh, ich hätte so einiges darstellen können. Mach mir jetzt jemand den Pornodarsteller bei dir. Einfach nicht weiß, was du willst. Das denke ich nach. Okay, ich habe einen Wort für dich.
normal ist, oder wie? Michael Jackson. Nein. Ja? Spider-Man? Mach mich gut. Einpflanzen. Einpflanzen. Explosion. Meine Mama. Baum. Uno. Milza, kommst du mir? Fontäne. Was? Check this out. Ein Bonbon dazu. Ich hab Bonbon. Ihr guckt jetzt, welche Bonbon ich nehme. Das machen wir hier. Aber ich fand seine Darstellung von vorne darstellen besser. Ich auch nochmal. Ach, du willst nochmal? Ja. Okay. Yay. Okay, das gefällt dir also gut, das Spiel? Ja. Das ist super. Ich hab das Problem, ich hab's auch schon so, wenn das Spiel habe ich keine Freiwilligen dafür. Ach, sie haben mich. Boah, sie haben mich. Tut mir leid. Hast du Wolfi? Schau mal, Wolfi, warte mal. Hast du sie gerade gesiezt? Ja. Oh mein Gott! Was? Leute, dadurch, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, bis du das nächste Mal bekommst, deine dunkle Höhle und so. Katharina Fisch hat uns zu dieser Höhle geführt. Und deswegen kommt nun. Sind wir jetzt im Dunkeln? Ja, wir sind jetzt in einer dunklen Höhle. Jetzt brauchen wir den Pornodarsteller. Wow. Ja. Jetzt brauchen wir den Pornodarsteller. Ich! Ich! Man kommt zu. Verdammt. Was, das geht nicht. Du hast manche der Bürste. Ja, hocherotisch. Du warst Flasche trinken. So, meine Freunde. Das war jetzt das Datum 22. haben wir. Nein, 20. 20. 7. Dojako in Dortmund. Langsam kriegst du auf die Reihe. Kannst ein bisschen näher rankommen, sonst musst du so schreien. Morgen! Wir sind ja jetzt 2 Tage unterwegs gewesen. Wir haben jetzt kein Wenn ich du wäre gedreht. Ich glaube, wir beide waren dafür ein bisschen zu fertig, um das irgendwie lustig gestalten zu können. Und da haben wir das jetzt nicht gemacht. Da das meine ersten Anime-Treffen waren, an sich kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber jetzt im schnellen Nachhinein würde ich sagen, dass mir der Cosplay in Frankfurt wesentlich besser gefallen hat. Das ist immer auf die Schnelle so gesagt. Obwohl halt der Eintritt da 20 Euro kostete, aber der Draußenplatz war ein bisschen größer und da haben sich wesentlich mehr Leute getroffen und sowas. Du hast interessantere Cosplays gesehen. Aber hier hast du halt ein bisschen was geboten bekommen, im Gegensatz zu da. Kommt drauf an, was man halt haben will. Also entweder will man was zu gucken haben, dann ist der Cosplay besser. Oder man will halt was unternehmen, dann ist halt die Dojako ein bisschen besser geeignet. Ich hoffe, diese paar kleinen Spiele, die wir gemacht haben, haben gereicht, haben euch gefallen. Ansonsten sagt jetzt der Slay noch ein paar Worte und von mir war es das. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal online. Alles klar. Also, ja, die 2 Tage sind jetzt rum. Gestern ganzen Tag wach gewesen. Heute nicht ganz so schlimm, aber die 2 Tage schlauchen echt. Es macht, hat tatsächlich viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich auf Skylines ersten Convention-Wochenende dabei sein durfte. Ja, Fazit vom Wochenende. Also ich fand Dojako besser. Könnte daran liegen, dass ich gestern kurz mal Kreislaufzusammenbruch hatte, also auf dem Cosday. Ja, wie gesagt, also für Leute, die es wichtiger ist, mit anderen was zu unternehmen, würde ich eher sagen, ist die Dojako besser. Wenn es wirklich nur darum geht, Fotos zu machen, interessante Cosplays zu sehen, der würde ich dann auch eher den Cosplay empfehlen. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. Ich bin richtig groggy. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, ne? Haut da!